Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Tales of Phantasia. Wir sind jetzt wieder in Midgards und werden heilen gehen. Wo ist das denn nochmal? Da unten, oder? Nein, das war der Itemladen. Ah, hier ist das Inn. Guter Geschmack heißt es. Und wir haben ein kleines Problem, also können wir nicht dort einpennen. Nicht dort pennen gehen, okay. Dann halt nicht. Wir müssen ja eigentlich zum Schloss. Stopp. Abenteurer. Könnt ihr euch ausweisen? Reicht das hier? Das ist das Emblem, welches wir vom König von Alvanista bekommen haben. Vom König zwar nicht direkt, aber das ist von Alvanista. Das ist es wirklich. Wir würden gerne Edward D. Morrison sprechen. Hier entlang, bitte. Wie lange sollen wir hier noch warten? Okay, ich kann hier rumlaufen. Ich habe die Schnauze voll. Ich bin es leid zu warten. Was für ein anmaßendes Verhalten. Wie lange sollen wir hier denn noch warten? Hey Chris, ich sollte diesen Raum lieber nicht verlassen. Aber soll ich stattdessen tun? Da kommt jemand. Tut mir leid, ich bin spät dran. Ich bin Reason, Captain der Ritter unseres Königreiches. Lord Morrison hat mir alles über euch erzählt. Er sagte, ihr wäret Helden und kämet den mächtigen Kriegern gleich. Oh, so würde ich das jetzt nicht ausdrücken. Ich danke euch. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Schießen wir uns zusammen und stampfen Daros mitsamt seinen finsteren Plänen in Grund und Boden. Seine finsteren Pläne? Jetzt, da du es erwähnst, was hat Daros eigentlich für finstere Pläne? Das fragt ihr noch? Daros will unsere Welt in den Abgrund stürzen. Wirklich? Ember? Was ist los mit dir? Aber wirklich, du benimmst dich echt seltsam. Ja, was ist los mit dir? Warum fragt sie das jetzt? Unsere Welt in den Abgrund stürzen? Ja, das ist korrekt. Wenn ihr das sagt. Bitte verzeiht ihr. Ich weiß auch nicht, was in ihrem Kopf gerade vorgeht. Nun, ich möchte auf jeden Fall noch einmal bei euch, mich noch mal bei euch bedanken. Eure Unterstützung in dem bevorstehenden Krieg gibt uns ein sicheres Gefühl. Wann wird dieser Krieg ausbrechen? Wir werden diese Angelegenheit mit dem König besprechen. Er erwartet euch im Thronsaal. Bitte kommt, sobald ihr hier fertig seid. Ich habe wichtige Nachrichten, die ich dem König unverzüglich mitteilen muss. Entschuldigt mich. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir auch zum König. Weil als ob hier einfach eine fucking Kanone ist. Ja. Sir Rayston, gab es wirklich eine Warnung von Daos? Hat er wirklich gesagt, wir sollen unsere Forschung unterlassen? Was machen wir jetzt? Keine Angst. Unser Königreich wird sich niemals den Willen dieses Unholds beugen. Widmet euch weiter euren Forschungen. Was habt ihr hier zu suchen? Bitte begibt euch unverzüglich in den Thronsaal. Ja, sorry, aber ich bin hier ein bisschen lost. Dies ist also jene, von denen ihr sprachet? Ja, Eure Majestät. Sie sind auch jene, die den Prinzen von Alvanista gerettet haben. Sie sind äußerst bewandert in der Kriegskunst und in der Magie. Das ist sehr ermutigend. Das ist es in der Tat, Eure Majestät. Unser Königreich hat keine Beziehungen zu den Elfen und wir wissen nur wenig über Magie. Uns wurde ein Trupp Magier aus Alvanista geschickt, aber ich fürchte, sie reichen nicht aus. Erfahrene Kämpfer wie ihr sind eine höchst willkommene Ergänzung für unser Heer.
Wir haben außerdem erfahren, dass sich Horden von Monstern in Bergen von Valhalla zusammenrotten. Der Krieg ist nah. Bitte bleibt in der Stadt, wenn es eben möglich ist. Oh, noch etwas. Unser Königreich erforscht eine Technologie, die den Krieg entscheiden kann. Wisst ihr, wovon ich spreche? In dem Fall zeige ich es Ihnen. Bitte, hier entlang, zum Magitech-Labor. Dies ist das Magitech-Labor. Sollten unsere Forschungen erfolgreich sein, so werden auch Menschen in der Lage sein, Magie anzuwenden. Recht beeindruckend, findet ihr nicht? Meint ihr das ernst? Menschen, die Magie einsetzen? Ist das wirklich möglich? Das hört sich wie ein Traum an. Sollten wir erfolgreich aus der Schlacht hervorgehen, würden wir eure Dienste belohnen, indem ihr zu den Ersten gehören werdet, die in die neue Technologie eingewiesen werden. Wow, wirklich? Nun müssen wir wirklich unser Bestes geben. Die Forscher dort werden euch alles Übrige erklären. Ich habe dringende Dinge zu erledigen. Oh Leute, das sieht hier einfach aus wie ein Albanister. Okay. Das ist kein Fehler, das ist ein Feature. Ist das nicht irgendein oder so? Sollte unsere Forschung erfolgreich sein, wenn wir in der Lage sein, eine Waffe herzustellen, die daraus einen Schlag versetzen kann. Das ist doch der Bug in so Feature. Entwickler. Hey, das ist gerade so funny. Ich feiere das gerade. Gibt es hier irgendwer, der mir Magie beibringen kann? Okay, Besen und Hexen. Okay, es gibt keinen Urlaub mehr. Je mehr man arbeitet, desto mehr Arbeit hat man, habe ich recht. Ach, was wirklich? Krass. Ja, die haben halt nicht wirklich Elfen, deswegen, ne? Ne, müssen die sich irgendwie anders helfen. Weil das war gerade schon funny. Mit dem Feature. Ich glaube, das werde ich sogar nicht hinschreiben. Achso, das ist der Typ. Hier oben war noch was. Okay. Ich habe gehört, dass in dem Raum eine unglaublich starke Waffe entwickelt wird. Okay. Also Waffen haben die schon mal einiges. Aber was ist eigentlich mit Ember los? Sie ist gerade irgendwie komplett los. Das kaufe ich dem nicht ab. Was meinst du mit das? All das Gerede über DAOs, über Pläne und was nicht alles, das. Sicher, er hat Orte angegriffen. Und, er hat Leute umgebracht. Und er beherrscht all die Monster. Und, hat viele Leute umgebracht, aber. Aber was? Hat Daos jemals Venezia oder Euklid angegriffen? In Alvanista hat einer seiner Getreuen die Kontrolle über den Prinzen übernommen. Wie leicht wäre es gewesen, das Königreich auf diese Art zu zerstören? Aber das hat er nicht getan. Der einzige Ort, den Daos direkt angreift, ist Midgards. Warum ist das wohl so? Da sagst du was. Was ist mit euch los? Er hat schließlich Hamel angegriffen. Ich spreche hier nicht über persönliche Gefühle oder so. Wovon redest du, verdammt nochmal? Was ist mit dem Mord an Rhea und ihren Eltern? Da steckt es auch hinter dieser Gräueltat oder etwa nicht? Oder sind dir solche Sachen egal? Chris, das war heftig. Das ist es. Hä? Das ist es, was mich beschäftigt.
Warum? Warum sollte er Hammel angreifen? Hm? Vielleicht zerbreche ich mir da auch zu viel, ja auch zu viel den Kopf über diese Dinge. Aber wenn man darüber nachdenkt, vielleicht erkennt man dann eine Art Verbindung zwischen Midgards, Hammel und Rias Eltern. Sieht ihr das denn nicht? Da stimmt etwas nicht. Da ist etwas extrem merkwürdig. All die anderen Orte wurden verschont. Ich habe keine Ahnung. Lasst uns bei mir zu Hause vorbeigehen. Vielleicht weiß mein Vater etwas und das uns weiterhilft. Außerdem habe ich noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Zu dir nach Hause? Jetzt? Ist das nicht weit weg von hier? So, wir sind kurz vor dem Krieg. Macht euch keine Sorgen. Wir gehen einfach auf direktem Wege dorthin und kommen wir dann wieder zurück. Was ist das hier für ein Hühnchen, das du mit ihm zu rupfen hast? Ach, das ist unwichtig. Lasst uns gehen. Was tun? Sofort aufbrechen, ja. Puh. Endlich wieder in Ember zu Hause. Ember? Du hast mich angelogen, Papa. Mama ist nicht gestorben. Was? Du hast sie getroffen? Verstehe. Warum hat sie uns verlassen? Wegen einer Affäre? Um Himmels Willen, nein. Wie kommst du denn darauf? Die Elfen haben sich selbst vom Rest der Welt abgeschottet. Zumindest denke ich, dass es so passiert ist. Hör zu. Noch vor 10 Jahren lebten Elfen und Menschen zusammen. Aber dann fingen sie an, die Menschen zu hassen. Sie verboten die Beziehung zwischen Elfen und Menschen. Und sie zogen fort in die Isolation des Ymirwaldes. Natürlich stimmte dem nicht alle Elfen zu. Viele Elfen wurden mit Gewalt von ihren menschlichen Partnern getrennt. Luthi und ich gehörten auch zu diesen Paaren. Wir wurden gewaltsam getrennt. Luthi, musst du uns verlassen? Ich fürchte ja. Aber warum? Warum können wir nicht länger zusammenleben? Luthi, bitte, überleg es dir nochmal. Wart. Zusammen können wir. Warum, Luthi? Warum? Die Unterschiede zwischen uns Elfen und euch Menschen sind viel größer als angenommen. Ihr Menschen. Ihr solltet genau darüber nachdenken, was für törichte Dinge ihr getan habt. Und ihr momentan tut. Wovon redest du? Ich verstehe nicht. Wenn ihr euch und euer Denken nicht ändert, euch nicht besinnt, werden wir niemals wieder vor euch Menschen erscheinen. Ja, aber was genau ist passiert? Es muss ja irgendwas passiert sein, ne? Das sind wir uns, glaube ich, alle. Stimmt ihr mir, glaube ich, alle zu, dass da irgendwas passiert sein muss? Warum tust du das, Luthi? Die törichten Dinge, die Menschen tun? Ich habe keine Ahnung, was er damit meinte. Luthi flehte mich an, sie als gestorben in Erinnerung zu behalten. So wollte sie es. Das war tatsächlich meine Mutter. Ich sagte, es täte ihr leid. Du hast sie nicht mehr, oder Papa? Niemals im Leben habe ich deine Mutter gehasst. Dann, vielleicht wird es ja jetzt wieder so, wie es früher war. Sprechen wir nicht weiter darüber. Es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Das ist doch was anderes. Es geht um Rias Eltern. Haben sie irgendwas falsch gemacht? Wie?
Gibt es zwischen den Scarlets und Midgards eine Verbindung? Nun, sie sind vor einigen Jahren von Midgards hierher gezogen. Ich habe gehört, dass die Scarlets eine mysteriöse Macht im Schloss untersucht haben. Ist ihnen etwas passiert? Mysteriöse Macht? Ich spreche hier von Magietechnologie. Ich frage mich, ob da so die Magietechnologie in Zusammenhang stehen. Wir sollten zurück nach Midgards gehen. Ja. Ja, sofort. Ich will nicht den ganzen Weg laufen. Finde ich aber richtig cool, dass man so Quality of Life Sachen macht. Seht mal. Am Eingang des Schlosses geht etwas vor. Er hat gesagt, dass du am Eingang des Schlosses gehst, ich geh ins Inn. Was juckt mich das Schloss? Also bitte sag mir, dass ich im Inn schlafen kann. Weil ich glaube, wir sind. Ja, wir sind nicht geheilt. Wer hat mir von euch erzählt? Möchtet ihr ein Zimmer? Ja. Boah, ist was im Schloss? Ja, danke für erstmal eine Runde pennen, Leute. Ist doch ganz normal. Wir haben den oberen Teil davon Midgards noch nicht gesehen. Oh, by the way, hier sind auch noch Schlafräume so. Einzelne. So, und da ich keinen Bock habe, zum Schloss zu laufen, gucke ich mir erstmal den Norden der Stadt an. Weil wir haben jetzt bisher nur den Süden gesehen. Hier kann man sich Food kaufen. Ninja. Okay. Nicht der Streamer, sondern der Laden. Erstmal das hier wegmachen. Reis. Mal sehen, ob mir hier noch irgendwas fehlt. Hier ist ein Shop. Wir sehen mal gut, dass hier überall die Shops verteilt sind. Nee, okay. Da sollte ich nicht wirklich auf das schauen. Sondern auf das, was sie so bringen. Keine Ahnung, ich habe irgendwie keinen Bock, solche Sachen zu kaufen. Brauche ich jetzt noch so einen Waffen. Ne, Waffenladen hatten wir ja einen und da gab es nur Müll. Alles unter Kontrolle. Das ist nur ein normales Haus. Das ist Bürgermeisters, okay. Es gibt echt kaum Häuser, irgendwie, in die man rein kann. Ich mag das nicht, wenn die große Städte machen, wo man dann nirgends rein kann, ne? Da gibt es so kleine Städte, da kann man überall rein. Was ist passiert? Ich konnte das Ding nur hineinschlüpfen. Was geht hier vor? Hey, so, die Hauptakteure sind also endlich hier. Was willst du, Justona? Ich bin hier, um euch den Krieg zu erklären. Und es liegt in meiner Natur, dass ich mich nicht mit leeren Händen abspeisen lasse. Ich bin sicher, dass Lord Daos wird höchst erfreut sein, wenn ich mir eure Leben nehme, hier und jetzt. Was? Bewegt euch nicht. Ein Schritt weiter und dieser Rotzlöffel ist Geschichte. Das ist unfair. Ihr seid auch schon so gut wie tot. Du, Morrison. Und die drei Narren dort. Wir sind zu viert. Amber. Ich hoffe, du siehst dem Ganzen hier genau zu. Lol. Ihr Narren. Morrison. Bleibt zurück. Wenn ich das nur verlängern könnte, würde die Zeitreise aktiviert. Das denke ich nicht. Macht das bloß nicht nach. Was machst du da? Hat er gerade eine Zeitreise aktiviert? Nein! Das ist schrecklich! Morrison!
Mausen. Ember, hast du immer noch Zweifel gegen Daos? Ja. Du hast das selbst gesehen oder etwa nicht? Ich schreck vor nichts zurück und um uns zu töten. Ich weiß. Ich werde von nun an meinen Mund halten. Cress, die Geschichte, wie wir sie aus der Zukunft kennen, hat sich nun geändert. Morrison. Er hat uns zum zweiten Mal gerettet. Das sind schon so viele. Wir müssen sie alle töten. Und dann müssen wir dieser ganzen Misere ein für alle Mal ein Ende setzen. Yes. Ich möchte, dass ihr euch zunächst diese Karte vom Kontinent genau anseht. Ja, das ist Midgard, das weiß ich schon. Wie ihr wisst, befindet sich Daos auf einer Insel nordöstlich von unserem Königreich. Okay. Da befindet er sich. Stimme im orangen Text. Zum Glück kein Weiß, aber den würde man nicht sehen. Und ja, das ist eine Brücke. Die Insel ist durch eine einzige Brücke mit dem Kontinent verbunden. Warum zur Hölle zerstört er die eigentlich nicht? Das ist eigentlich voll dumm. Diese Brücke ist aus strategischer Sicht extrem wertvoll. In der ersten Phase werden auf dieser Seite Truppen in Stellung gebracht. Aber eigentlich ist Daos voll dumm. Müsste eigentlich nur die Brücke zerstören, ne? Oh, ich finde das cool mit dem roten Cursor da. Denkt dran, dass unsere Truppen 5 Tage brauchen, bis sie hier ankommen. 5 Tage! Also Glück braucht man in-game keine braucht man selbst im Real Life keine 5 Tage, um dahin zu kommen. Wenn sie den kürzesten Weg nehmen. So, wenn sie den kürzesten Weg nehmen, brauchen sie 5 Tage. In 5 Tagen wird der Feind die Brücke überquert haben. Deshalb habe ich einen Plan entwickelt, mit dem wir den Feind mit einer kleinen, aber spezialisierten Truppe bedrängen. Mit anderen Worten, ihr wollt den Vormarsch des Gegners verlangsamen. Genau. Ich weiß, es ist eine extrem gefahrvolle Mission, aber wenn sie erfolgreich verläuft, kann sie den Sieg für unsere Truppen bedeuten. Ich werde nun die Namen der Captains verlesen, die einzelnen Spezialtruppen anführen werden. Captain der Spezialtruppe 1, Richard. Captain der Spezialtruppe 2, Macaulay. Captain der Spezialtruppe 3, Kirkwood. Captain der Spezialtruppe 4, Klaus. Lord Rayson, seid ihr sicher, dass es weise ist, so eine bedeutende Mission Söldnern zu überlassen? Ich werde mir das nicht weiter anhören. Ich werde die volle Verantwortung für meine Entscheidungen übernehmen. Jawohl, Sir. Sieht aus wie ein stinknormaler NPC. Alle außer die von mir genannten Captains dürfen gehen. Diese Operation hat höchste Priorität. Ich werde damit beginnen, den Hauptstreitkräften die Mission zu erklären. Ich meine, mich wundert es, dass sie Klaus genommen haben und nicht Cress. Ihr geht am besten zurück in den Ort und besorgt alles, was wir auf der Mission brauchen. Es sieht aus, als würde das hier noch eine Weile dauern. Okay. Aber Hauptsache noch Zeit gehabt, um was mit dem Vater von Ember zu klären hier. Ich frage mich echt, was mit diesem Morrison jetzt geworden, aus diesem Morrison geworden ist. Und weil ich mich auch frage, gibt es auch einen Hintereingang zu diesem Schloss? Also wenn wir jetzt hier rundherum gehen. Ne, ich werde mal schauen, ob. Auf jeden Fall sieht man die Schlossmauern. Aber ich finde, Midgard ist eine coole Stadt. Oh lol. Wie geht's? Du bist ein Schwertkämpfer, ja? Möchtest du dieses Buch der geheimen Technik kaufen? Das ist ein Schnäppchen für 18.000 Gold. Lernt Lightning Swallow Kick. Nice. Vielen Dank. Ey, ohne Scheiß, Leute. Ich glaube, wir werden im nächsten Part einfach uns irgendwelche Techniken kaufen. Und so. Natürlich muss das Geld auch reichen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Guter Geil. Jetzt vielleicht bessere Ware, Alter. Immer noch diesen Müll. Das sind Sachen, die konnte ich teilweise auf Venezia kaufen. Aber ganz ehrlich, besonders für Amber würde ich mir gerne wünschen, noch mehr Sachen zu haben. Sollen wir so lange ins Inn gehen, jetzt wo Klaus weg ist? Vor allen Dingen, wir brauchen jetzt nicht mal Geld bezahlen. Das ist einfach gratis. Finde ich nice. Die Frage ist, was passiert, wenn wir jetzt raus wollen? Wir sollten den Ort jetzt nicht verlassen. Ja, dachte ich mir schon. Ich frage mich, ob wir irgendwie auf die Schloss, auf die Mauern können. Hier ist niemand. Ja, ganz bestimmt ist hier niemand. Wir schauen uns mal die Häuser an. Der Typ sieht etwas seltsam aus. Der bewegt sich nicht. Also, der laufen ist so rum wie die anderen. Ich komme auch allein zurecht. Okay. Ich möchte nach Hause. Ich frage mich, ob meine Mami bald zurückkommt. Diese Kinder haben ihre Eltern im Krieg verloren. Warum geschieht dies alles? Wie ein Geschenk. Komm, spielt mit mir. Lass mich wieder raus aus dem Zimmer. Lass mich raus. Okay. Ich glaube, das eine Kind ist, wurde dazu programmiert, mich zu verfolgen irgendwie. Hilfe, warum wurden die Kinder so schlimm programmiert? Hilfe! Lasst mich durch, ihr Dreckskinder! Mann, ich will doch nur nicht euer Haus erkunden. Digga. Digga, das ist nicht witzig. Lol, endlich. Ich will sehen, ob ich sie mitten in den nächsten Raum holen kann. Okay, anscheinend nicht. Hier oben ist noch nicht mal was super. Haha, reingelegt. Das war schlimm. Wer programmiert sowas? Wer? Haben wir doch hier irgendwelche Häuser zu erkunden? Weil ich weiß ja jetzt echt nicht, was wir machen sollen, bis dass er zurückkommt. Oder sollen wir im Schloss? Nein, ich kann mir nicht. Oh, hier ist auch jemand. Der steht aussehen, der Typ. Psst. Für nach 80.000 Gehalt, wie wär's? Vor allem, der ist wie eine Frau angezogen. Wie wäre was? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Was auch immer es ist, ist aber. Sind 80.000 nicht ein bisschen übertrieben? Dann vergiss es eben. Können wir, wo sehen wir eigentlich, wie viel Geld wir haben? Oder zur Not gehe ich in den nächstbesten Laden und schau nach. Ey, das regt mich so auf mit dem Geld. Euro, ich hätte noch nicht mal genug Geld dafür, ne? Keine Ahnung, ob ich mir das kaufen könnte bei dem Typen. Müsste da auch schon, wie man richtig krass Geld farmen kann, ne? Wir dürfen den Ort nicht verlassen, wir wissen aber auch nicht wohin. Oh lol, war ich hier hinten schon? Eine Scheune? Ja, okay, das ist wirklich seltsam. Eine Scheune hier. Ich denke, wir werden noch das Haus vom Bürgermeister erkunden, dann beende ich den Part.
Aber die meisten haben den. Okay. Und verlassen. Bis der Krieg zu Ende ist, werde ich wohl nicht viel zu tun haben. Ja, okay. Ich denke, wir beenden jetzt den Part. Ja, wenn euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen und wait. Ich meine, ja, ihr könnt ruhig einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo, wenn es euch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt. Könnt aber auch ruhig einen Daumen nach unten geben. Ist mir ehrlich gesagt egal. Ne, aber ihr könnt es machen. Bis zur nächsten Folge, Leute. Tschüss. Süß.